Und da holzen wir jetzt einfach die Zwiebel dazu. Das stand zwar nicht im Rezept, aber wir machen das trotzdem. Du hast das Rezept zerstört! Was? Nein! Jeder Asiate mir jetzt aufs Maul hauen dafür, dass ich Thai Curry und Zwiebeln. Ich hoffe, das hat jetzt jeder Asiate gehört. Nein, das haben wir rausgeschnitten. Ja, aber das sind die ganzen Nährstoffe, die gehen ja verloren. Fuck yeah. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Knoblauch genommen, als es im Rezept steht. Stimmt. Mit der Kokosmilch geht's hier weiter. Also im Rezept sind es 400 Milliliter. Wir nehmen jetzt 500, weil wir ja generell alles... Das sind 400. Achso. Warum denkst du, das sind 500? Weil ich irgendwie... Ist ja jetzt auch... Leider sind es nur 400. Das wäre gut, wenn es 500 wären. Aber wir haben ein bisschen zu viel von allen anderen Sachen genommen. Boah, das ist so geil. Kokosmilch. Scheiß. Das hat sich nur abgesetzt. Das Wasser kommt noch. Geil. Boah, also das kam jetzt ein bisschen, ne? Keine Assoziation, aber... Was hast du jetzt gesagt? Nö, ich habe nur gemeint, das sieht aus wie Käse. Das riecht richtig geil nach Kokos. Hä, das sieht voll lecker aus. Echt? Oh, meine Güte. Oh. Guckt euch das bitte an, wie... Oh. So essen. Oh, fuck. Die erotischen Geräusche lasst ihr vielleicht beim nächsten Mal lieber. Ach, das sieht aus wie Karamell. Ist ja noch geiler. Sonst gehen niemals die Löffel aus. Perfekt. Ich weiß. Und dann schön umrühren. Die Soße, wenn das eine Soße ist. Curry eine Soße? Ist Curry eine Soße? Curry ist ein Gericht. Safe. Das Gemüse. Das Gemüse kommt hier rein mit Bambussprossen mittlerweile oben drauf. Könnt ihr raten, was sich darunter verbirgt? Darunter verbirgt sich der Link zu Chrissys OnlyFans-Kanal. Ihr wisst Bescheid. Immer weg vom Gesicht. Aber das wird ja alles noch kleiner, weil das... Hoffentlich. Also ich finde, ich habe das toll gemacht. Sieht gerade so nach wildem Rumgestocher aus. Nachdem alles jeglicher Inhalt, der hier noch gefehlt hat, beinhaltet ist, kommt jetzt zum Abschluss Hähnchen dazu, endlich. Der Reis, der wartet schon, der heult fast, dass wir noch nicht gegessen haben. Wie viele Kalorien? Ja, wir haben jetzt mal schätzungsweise das Ganze mal durchgespielt. Das ist ein Hai-Erdnussbutter-Gericht. Das ist die neue Linie. Zum einen. Wir bringen jetzt ein Kochbuch raus, die Hai-Erdnussbutter-Gerichte. Oh yes. 10 Minuten freu ich mich schon maximal drauf. Zu kochen. Ja. Dauert gut. Alles nicht lang. Ja, perfekt. Auch so eine Frage. Es gibt ja Kokosmilch. Gibt es eigentlich auch Kamelmilch? Gibt es tatsächlich. Und zwar habe ich mal gehört, ich habe mir eine Doku geguckt oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Und irgendwo in einem weit entfernten Land. So viel zur Kamelmilch. Ich nehme jetzt das Hähnchen dazu. Hat es die Frage beantwortet? Absolut, ja. Ich bin ganz erfüllt. Ich habe so viele neue Details kennengelernt. Ja, Kamelmilch, also wenn ihr zunehmen wollt, kann ich nur empfehlen. Ich weiß zwar nicht, wo ihr sie herbekommt, aber das geht. Weil es sieht schon sexy aus. Wir haben ein bisschen zu wenig Hühnchen und das für Essen zu viel auch. Soße. Ja, das ist ja so halb vegetarisch hier. Ach so. Das ist ja so, eigentlich so Erdnussbutter-Curry mit ein bisschen Hühnchen. Wenn du große Nüsse brauchst, könnte ich dir mal aushelfen bei Zeit. Wir sprechen über große Nüsse. Ich weiß auch nicht, was das hier wieder soll. Es tut mir leid. Also es sieht schon sexy aus. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Suppe, die irgendwie nicht geklappt hat. Gramm Hähnchenbrust,
eine ganze Packung. 400 Gramm Hähnchenbrust. Oh, 400 Gramm Hähnchenbrust, sorry. Sesambohnen, ich glaube, das sind 500 Gramm. Nee, 300. Was steht denn da drauf? 400 Gramm. Wer vertut sich hier mit den Angaben? Ich nicht. Es schmeckt Hammer. Hat es noch gar nicht probiert. Ich meine, oh ja, es ist richtig geil. Fast fertig. Nur noch den Reis. Das ist jetzt echt Hardcore-Arbeit. Und es ist genau die richtige Menge Mais. War perfekt kalkuliert von Wasser und Reismenge. Es ist viel schwieriger, als es aussieht. Wir versuchen jetzt den Reis hier schön zu dekorieren auf dem Teller. Ob das klappt, bin ich confident. Der fliegt da jetzt nicht raus. Also Chrissy glaubt mir nicht. Einmal mit Schmackes, du musst durchziehen. Wenn ihr sehen wollt, wie der Teller kaputt geht, just watch. Oh, das funktioniert auf gar keinen Fall. Der bleibt da kleben, Christian. Das habe ich jetzt nicht. Can I take your order, please? Insel mit zwei Bergen. Alles klar, kommt sofort. Genau daneben. Da. Muss halt gut zielen, ne? Puh. Ist schon mit Schmackes. Das geht auch ohne Perfekt. Schmackes. Ja, war ja mit Schmackes. Tada, Perfekt. Mit A. Also ich wüsste nicht, was das jetzt sonst noch formtechnisch sein könnte. So, jetzt kommt der allergeilste Teil, meine Freunde. Ich beschreibe euch diesen wundervollen Geruch von Erdnusssoße. Perfekt, kunstvoll angerichtet. Wenn ihr hier kein Gesicht seht, dann weiß ich nicht, was mit euch falsch ist. Hehe, boy. Finally, nach gefühlt 100 Stunden Arbeit. Nein, Spaß, so lange hat es nicht gedauert. Es geht wirklich sehr schnell. Die Soße ist genial. So viel Erdnussbutter. I love Geil. It. Es schmeckt Hammer. Wenn ihr hier kein Gesicht seht, dann weiß ich nicht, was mit euch falsch ist.